Ja, willkommen Freunde, wieder im nächsten Workshop bei unserem Brunnenbau in Rising World. So, wir haben ja gesagt, wir wollen heute unsere Dachkonstruktion ja fertig machen. Also, das erste fangen wir an, dass wir oben die Querbalken legen, dass wir wieder ein bisschen Überblick haben, dass wir auch wirklich gerade hinlegen. Nochmal kippen. Und den werden wir dann etwas breiter machen, wie unser Brunnen ist. Ja, das war zur Fülle. Ja, das ist das Einzige bei dieser Konstruktionsgeschichte. Seit Konstruktion, denkt daran, seit Konstruktion 1 in der Konsole eingeben. Und dann können wir hier fast stufenlos drehen und kippen. So, dann haben wir uns mal die Breite einstellen. Ich denke mal, als Balken reicht es aus und der Rest wird da sowieso dann mit Brettern gemacht. Gut, so haben wir soweit drin. Wir schalten jetzt aber hier das Raster aus, dass wir den wirklich halt nochmal rein, dass wir den dann hier erst festnageln. Steuerungstaste. Jetzt schalte ich das Raster aus und jetzt können wir den erstmal bis ran drücken. Bis an unsere Balken. So soll er fest sein und dann schieben wir nach oben. So, dann. Na, so ist noch ein Sticker hier. Das wäre einmal, hatten wir fest, wir lassen den jetzt und schieben den uns natürlich auch jetzt gleich rüber auf die andere Seite, so dass wir rechts abschließen können. So. Jawohl, das müsste schon aus. Ach, naja, hier muss man aufpassen. Und noch ein kleines Stück. Das dürfte zu weit schon wieder sein, seht ihr. Das täuscht ja unheimlich. Darauf halte ich selber drüben nochmal. Ja, jetzt sitzt du aber richtig drin. Gut. So, damit haben wir die beiden Querbalken gemacht. Jetzt können wir eigentlich schon oben den mittelsten setzen, damit wir eine Orientierung haben, ganz genau von der Mitte, um da dann das Dach aufzusetzen. Wir werden es nicht allzu steil machen. Ich hoffe, na, ich vermute fast, dass unsere Balken hier zu dick sein werden. Ja, die sind zu dick. Die kriegen wir nachher mit dem Winkel nicht hin. Müssen wir nochmal abnehmen und werden die Balken dünner machen. Auf jeden Fall, das ist dann doch schon günstiger. Die brauchen auch nicht so. Die sind ja stärker als die Trägerbalken. Ja. Also nochmal Balken und gleich mal in der Stärke, da reichen die nämlich völlig aus hier. Und dann brauchen die, wenn wir von der Kürze auch nochmal was wegnehmen, ja. So, jetzt gucken, dass wir die in der Mitte haben. Ja, wir sind in der Mitte drin. Jetzt setzen wir sie fest und schalten unser Raster aus. Ja, das müsste jetzt noch so sein, dass das Raster normalerweise auch noch stufenlos regelbar wäre, dann könnte man wirklich sehr genau arbeiten. Ich probiere zurzeit rum mit meinen Schiffen, die ich in Zukunft bauen will. Hab da schon etliche Versuche gestartet und sieht auch schon ganz gut aus. Aber ich muss noch Lösungen finden für manche Raster, die hier drin sind. So, setzen wir mal. Ja, noch weiter hilft nichts. Ja, das meinte ich damit, dass hier auch
das Raster eben stufenlos wählbar wäre, mit einem bestimmten Befehl, das wäre nämlich dann ideal. Aber gut, haben wir nicht drin, müssen wir uns hiermit begnügen. Ja, schieben wir ihn rüber. Dann haben wir auch wirklich den gleichen Abstand überall hier. Und er sollte, das war natürlich falsch hier. So, das war's. Und damit haben wir jetzt auch hier überall denselben Abstand. So wird es besser, wenn die nicht so extrem stark sind. Genau. Jetzt können wir das Mittelstück machen. Also holen wir uns erstmal wieder unseren Balken, lösen ihn wieder auf. Nehmen ihn ganz einfach in die Grundstellung und machen den jetzt erstmal kleiner. Ich denke mal, das sollte als Spitze ausreichen. Und gucken uns das mal an. Der müsste ja dann ungefähr hier in dieser Position liegen. Ich werde ihn erstmal mit der Steuerungstaste festhalten. Dass wir hier mal gucken, ob wir hier auch die Mitte finden. Ne, die finden wir hier leider nicht. Da können wir nicht einrasten lassen. Mal gucken. Doch, wir können den hier einrasten lassen. Oben nicht, aber hier vorne. Mal gucken. Dann drücken wir Steuerungstaste, nehmen den Raster wieder raus. Holen den erstmal wieder ein bisschen weiter ran hier. Das dürfte ausreichen. Und schieben den ein Stück hoch. Mal gucken, von Weitem. Mit der Höhe, das könnte doch nicht hinkommen. Das wird's gut. So, die Mitte haben wir durch das Raster auch wieder getroffen. Jawohl. Bestätigen wir und schieben den jetzt bis hierhin rüber, dass er auch hier vernünftig drin sitzt. Ja. So, machen wir mit der Pfeiltaste am besten. Und drüben haben wir diesen hellen Schatten. Um ein Raster stehen lassen, und das werden wir dann hier auch machen, wenn das so hinhaut. Jetzt haben wir ihn. Ja, jetzt müssen wir es eigentlich genauso drin haben wie drüben. Ja, naja, je nachdem, was wir für einen Winkel haben, das ist dieses Schimmern hier, dieses, ja, was sagt Deidre immer, dieses Flutschen. So, nun brauchen wir aber den Winkel für die Schrägen. Und jetzt kommt natürlich wieder der Vorteil mit unseren stufenlosen Abkippen und Drehen. So, jetzt werden wir erstmal so grob den Winkel hier einstellen und dann erstmal in die Länge gehen. Das dürfen wir aber nicht verdrehen. Ich glaube, es halten verdreht. Müssen wir nochmal vor sich selber. So. Ja, also wenn ihr verdreht, dann immer wieder auf dem Ziffernblock mit der Taste 5. Da könnt ihr dann nochmal korrigieren. So, ich halte ihn erstmal mit der Steuerungstaste fest, dass wir jetzt ein Stück weiter weggehen. Und das mache ich jetzt wieder mit den Pfeiltasten. Ja, so kommt das schon hin. Jetzt tiefer. Mit Up und Down. Ein kleines Stück hin und etwas anheben, also hinten sollte er nicht überstehen. Ja, das könnte fast klappen. Gut aus, ein bisschen noch nach vorne, probieren wir mal. Jetzt sitzt er uns noch drinnen. Na, irgendwo wird er jetzt auf jeden Fall wieder drüber stehen, entweder nach vorne oder nach hinten. Das bleibt sich eigentlich gleich. Wir würden ja lieber noch ein kleines Stück tiefer setzen, aber
kleinen Stück nach hinten, tiefer. Das könnte dann schon eher weit werden. So richtig ist das nicht. So richtig ist das nicht. Wir müssen vielleicht doch den Winkel ein klein bisschen zurücknehmen. Warte mal probieren, dass wir sagen. Ne, das war falsche Richtung. So lang. Noch ein. So, probieren wir mal von vorne. Mal hier. Das sieht schon besser aus. Ja, ich will jetzt so dicht wie möglich, möchte ich das eigentlich hier ran haben. Ich meine, wir können hier oben nachher sowieso noch einen Balken reinlegen. Das wird nicht das Problem sein. Und das Problem, was ich jetzt wieder sehe, ist, entweder steht er darüber oder steht darüber. Und das ist eigentlich das Schlimme daran, was mich hier so ärgert dran. Ne? Wir werden mal was anderes ausprobieren, ob ich den vielleicht anders ansetzen kann. Den per Hand hier erstmal so weit ansetze. So, jetzt müsste eigentlich besser passen. Halten wir fest. Ich schiebe mal ein Stück nach rechts. Nee, die Kante darf er nicht vorgucken, dann wird er so weit drin sein. Und hier ist die Kante hier weg. Ne, leider nicht. Dann noch ein Stück anheben. Jetzt ist sie hier weg. Ja, also hier müssen wir dann oben sowieso noch einen Querbalken legen, aber ich denke mal, das wird nicht das Problem sein. So, dann haben wir ihn einmal drinnen. Oh, guckt euch das mal an, wie weit der rausgesprungen ist hier, obwohl wir das Raster noch richtig reingenommen haben. Ich verstehe das nicht jetzt. Oder täuscht das nur? Wir werden erstmal da drüben rennen. Mal gucken, wie weit wir da kriegen. Ja. Ja, das ist manchmal, weiß nicht, also Raster, die müssen stufenlos sein, immer die festen Raster, die ich normal mit den Plus-Minus-Tasten machen kann. Und dann müsste aber auch, dass ich entweder den Raster komplett ausschalten kann, das muss doch möglich sein. Muss man vielleicht mal mit den Entwicklern nochmal reden. Also ich merkte gerade bei meinem Schiffsbau jetzt, da fällt es extrem auf. Dass da die Raster mehr störend wirken. So, jetzt nehme ich den mal weg und mal gucken, was dabei jetzt rausgesprungen ist hier. Ja, also jetzt hilft alles nicht hier. Da steht es ein Stück über. Und da steht es ein Stück über. Ja. Ich ruckel hier auch heute derartig hin und her, hier, das gibt's ja auch nicht her. So, ach, na was ist denn das hier? Ja, wir werden es erstmal so lassen. So, jetzt brauchen wir nochmal für die andere Seite. Und da hilft nur eins, jetzt wirklich so drehen. Denn den Winkel wollen wir ja beibehalten. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass wir den auch wirklich gerade kriegen. Jetzt hat praktisch diese Stufenlose wieder einen Nachteil. Weil wir jetzt wirklich zusehen müssen, dass der gerade ist und sich nicht auf der Länge um ein paar Millimeter weit zieht. Das reicht nämlich schon. Schon passt das nicht mehr. So, jetzt steht er davor, jetzt müsste hier auch vorstehen. Wenn wir mal versuchen, erstmal ansetzen hier. Mal mit der Taste Z, dann kann man richtig dicht ranziehen hier. Und ich habe den Verdacht. Oh, das ist.
Ja. Neun Stücke. Das müsste eigentlich ausreichen. Nun werden wir gleich sehen, ob wir gerade gekriegt haben. Und hier seht ihr schon, der ist immer noch ganz schön schief. Der müsste jetzt nämlich hier unten auflegen, da geht er komplett vorbei. Also nochmal neu hier. Den müssen wir noch ein bisschen drehen hier. Andere Seite. Weil dürfen wir nicht zu dolle machen mehr. So, jetzt müsste man haben. Mal gucken, wie der jetzt oben sitzt. Ja. So, jetzt abwärts erstmal. Und nach links verschieben. Na, das sieht mir nicht gut aus hier. Einmal höher. Ja, das ist wieder dieses Raster. Leute, ich werde noch mal verrückt hier. So, unten. Da scheint er gut zu sitzen. Aber oben, da ist noch ein riesiger Abstand. Ich glaube, wir haben den zu weit gedreht jetzt. Ja. Da muss also oben noch ein Stück nach rechts gedreht werden. Also nochmal lösen. Und dann heißt es das. Jetzt gucken wir nochmal. Okay. Und jetzt sieht es gut aus. Jetzt haben wir ihn endlich. Ja, kleine Zahngeburt, aber was hilft das? Gut, dann schauen wir mal. Ja, das wird bestimmt wieder. Ja, das wird zu hoch. Das ist wieder zu niedrig. Da müssen wir mit leben. Und hier ist er aber drüber weg. Ne, hier stimmt das nicht. Hier stimmt das noch nicht. Was ist denn jetzt schief hier? Müssen wir gleich ein Stück weiter rüber hier. Mich da so verguckt ihr habt hier. Hier stimmt das doch aber. So, nehmen wir mal weg, dann werden wir mal schauen. Ja, ein kleiner Unterschied ist trotzdem noch drin und da schaut er vor. Nee, das will ich nicht so haben. Das will ich nicht so haben. Wir müssen kleine Stücke höher angesetzt werden. Aber zumindest waren wir gerade. Das ist erstmal schon viel wert. So, dann versuchen wir mal jetzt von der Höhe aus gleich so einzurichten, dass wir vielleicht wirklich nur noch einen Tick höher gehen brauchen. Ne, das war zu hoch. Mal jetzt festmessen. Jetzt haben wir dieselbe Höhe, glaube ich, hier. Ja, das sieht schon mal gut aus. Und wenn wir jetzt einen kleinen Tick weiter reingehen, okay, so muss er schon bleiben. Er guckt immer noch vor, dass er doch wieder runtergerutscht. Ach ja. Wenn eine Sache gut funktioniert, dann haut die andere nicht hin. Ja, das gibt's doch wohl nicht. Ja. Ich verstehe auch nicht, was heute hier mit dem Flugmodus los ist. Ich spring hier, ich mache hier Riesensätze. Keine Ahnung, was hier passiert. So, probieren wir es nochmal. Ja.
Okay. Der ist da. Und der hat die Höhe. Na, warum denn nicht gleich so? Ja, da hätte man aber gleich auch noch schieben können hier. Da haben wir jetzt zu schnell, sind wir jetzt da wieder rausgegangen und probieren wir den hier nochmal, dass wir hier jetzt genauso hinkriegen. Mal eins tiefer. Das wird wieder zu hoch sein. Danke. Okay. Nochmal. Ja, also. Ach, was ist denn das hier heute? So. Also nochmal. Kleine Stücke noch hoch, ja. Komm. Zu schnell hoch, ja. Na, wir gehen mal so ein Stück runter. Und jetzt anheben, jetzt haut's hin. So können wir es lassen. Also genau werden wir, denke ich mal, nie hinbekommen. Das ist schon wieder zu knapp, dann guckt der unten vor. Also so lassen wir es hier und oben machen wir sowieso noch einen Querbalken hin. So, wunderbar, den haben wir jetzt drin. Damit haben wir unser Dach geschaffen, die Stützbalken dafür und jetzt noch die Bretter dazu. So, die Bretter legen wir natürlich in demselben Winkel jetzt. So, kürzer natürlich machen, dass die möglichst natürlich die Breite auch haben. Kleine Stücke breit, länger können wir sie ruhig machen, ja. Die können ruhig ein bisschen überstehen, oben und unten. Das aufpassen, dass wir eigentlich hier ja kein Raster drin, ja. Trotzdem rastet er, seht ihr das? Das ist wirklich manchmal zum Piepen, ja. Man will das gar nicht einrasten lassen. Und trotzdem macht er es, ja. Nichts zu machen. Wir kriegen den nicht ein Stück höher geschoben, dann nimmt er sofort diesen ganzen Raster damit. Ja. Keine Ahnung warum. Wieso das passiert hier. So, wir werden mal schauen, wie weit der oben hinkommt, wenn der bis zur Mitte hinkommt. Ne, kommt er aber nicht. Ach so. Ihr seht, das Brett hat noch nicht den entsprechenden Winkel. Der Winkel, da stimmt noch nicht von dem Brett her. Und schon können wir es schieben. Also, du musst ja immer einen Grund haben, dann lieber dreimal kontrollieren. Und dann kann man nämlich sich das wirklich so hinzaubern, wie man es gerne haben will. Gucken erstmal, ob wir es so ansetzen können. Ich werde nämlich gleich rüberziehen. Da müssen wir doch noch ein bisschen länger müssen wir was machen, ja.
Das wäre was. Die Länge, das wäre jetzt richtig hier. Ja, dann machen wir es lieber mit dem Festsetzen und machen die Lücken alleine. So, das machen wir jetzt mit der Pfeiltaste. So eine starke Lücke, mal gucken, ja, das ist kaum eine Lücke, mal mit dem Zoom rangehen hier. Ja, da sieht es dann aus, als ob das ein geschlossenes Dach ist. Mir wäre lieber gewesen, obwohl man sieht noch, dass das einzelne Bretter sind. Ja. Ja, doch. Ist okay so. Jawohl. So klappt das ganz gut hier. Ja, ich wollte eigentlich durchziehen, aber da wäre mir denn, da hätte ich oben nicht die Spitze getroffen, höchstwahrscheinlich. Und so kann man das ein bisschen zurechtgeben. So, ich hoffe, dass die Breite der Planken jetzt da hinkommt, das war hinten nicht, ich meine, wenn da ein halbes drüber steht, ist es nicht weiter schlimm, aber schöner wird natürlich und wir haben Glück. Jawohl, es klappt genauso wie drüben auf der Seite, dass das vorne an den Balken anliegt. Wunderbar. So, mal schauen hier. Und den jetzt von der anderen Seite nehmen, jetzt werden wir das Brett hier genauso drehen. In der Hoffnung, dass wir das jetzt schön oben auf den Stoß bringen können. Ja, Freunde, damit hätten wir dann letztendlich unseren Brunnen hier fertig. Und wir brauchen nur noch jetzt ein bisschen Glück haben, dass das hier auch hinhaut. Sieht gut aus von hier. Und von oben, da wollten wir sowieso noch einen Balken drauf machen. Da könnten wir das eigentlich fast so lassen, ja. Jo. Ausgerichtet ist auch, dann werden wir mal schauen. Denke mal, ja, jetzt müsste es passen, ja. Einmal. Und da kam, stimmt das ganz noch mit dem anderen überein. Ja, wenn ein kleiner Versatz drin ist, dann ist es nicht so schlimm. Darf man nicht vergessen, damals im Mittelalter, ich glaube nicht, dass da auf einen Millimeter genau gebaut wurde, da wurde teilweise mehr zusammengeschustert, gerade von der armen Bevölkerung natürlich, das, was passiert ist, oder die Anforderungen, die in Schlössern und Burgen eben waren, die waren natürlich bedeutend höher als hier. So, dann wollen wir mal schauen, dass wir unser Dach hier, tja, ich glaube, soweit haben wir es gepackt, kann man soweit akzeptieren als Brunnen. Wie gesagt, als Anregung für euch, natürlich kann ruhig noch mehr dazu gebaut werden, aber ihr habt gesehen, wo Fehler entstehen können, worauf man achten sollte und was verbessert werden kann. Geht mir auch so, wenn ich woanders irgendwo was sehe, was mir gefällt, dann probiert das dann aus und dann finde ich, ach, das würde ich ein bisschen anders bauen, jenes würde ich ein bisschen anders bauen, das würde ich ein bisschen verbessern. Und schon hat man da wieder eigene neue Ideen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Beim nächsten Mal werden wir uns beschäftigen mit runden Brunnen. Dann werde ich euch zeigen, wie wir das hier machen können, eine Rundung machen können, auch mit diesen Blöcken. Ja, so dass wir hier dann wirklich schöne runde Brunnen bauen können. Oben das Gestell,
Das kann dann auch nochmal verändert werden. Und ich hoffe, dass euch das wieder mal ein bisschen geholfen hat. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns beimachen, den Rundbrunnen zu bauen. Also Leute, vergesst nicht, über jeden Daumen hoch würde mich freuen, über Kommentare freut mich noch viel mehr. Und dann sehen wir uns wieder. Bye bye, euer Wolle 158.